Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe heute Leisten bekommen. Ihr sehen könnt. So, da sind wir. Leisten. Ich muss sagen, die sind wunderbar, diese Leisten, weil sie sind, wie man sehen kann, recht biegsam und schnurgerade. Also ich bin mit der Qualität von diesen Leisten sehr zufrieden. Ich werde mal versuchen, heute ein bisschen vor der Kamera zu beblanken. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das klappen wird, aber ich hoffe es. Also zumindest von der Sicht her wird es vielleicht nicht ganz so einfach sein. Wahrscheinlich habe ich immer die Fingerchen davor. Aber naja, wir schauen mal. Vielleicht kann man so ein bisschen was erklären. Ansonsten, erkläre ich ja auch noch mündlich, was ich hier so ungefähr mache. Wenn ich denn weiß, was ich mache, aber eigentlich weiß ich das schon. Fangen wir mal an. So, also, als erstes brauche ich sowas. Das ist einfach ein Stück Holz, ein Reststück von diesem Blanken. Und ich brauche das hier. Das ist jetzt keine Werbung. Ja, hoffe ich mal. Ich hätte das vielleicht abkleben können, aber. Mein Gott, wer will mehr was? Dieser Leim, der ist relativ dick. Hat schon so ein bisschen was von, ja, weiß ich nicht, Spachtelmasse fast. Vielleicht muss ich den mal mit Wasser ein bisschen flüssiger kriegen. Egal. Also, ich fange erstmal an, indem ich hier überall so einen kleinen Klecks hinmache, so auf 3 Punkte. Und natürlich hier auf den Heckspiegel. So, dann lege ich mir den dahin. Und dann fange ich einfach an, indem ich diese Leiste erstmal hier ansetze. So, dann nehme ich mir eine Stecknadel. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Mit denen arbeite ich ganz gerne. Ich habe auch Pinnnägel, die sehen dann so aus, die sind normalerweise für die Pinnwand. Das Problem dabei ist aber, die sind hier von diesem Metall her zu dick. Das heißt, mir brechen dann jedes Mal der Länge nach die Leisten auf. Also die spalten sich regelrecht. Ist nicht so toll, will ich nicht haben, weil hält nicht wirklich. Also setze ich jetzt hier erstmal zack, die Nadel an. Und drück die dann einfach mit der Zange. Also ich nehme hier immer eine Spitzzange für. Ein bisschen runter und dann ist das schon mal fest. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Was ist das hier für ein Igel? Da hängt bestimmt irgendwo ein Magnet. Sieht doch ganz danach aus. Ja, das ist ein Magnet. Ach, herrje, kommt der hier hin? Tschüss. Ah ja, egal. So, jetzt natürlich auch am Eckspiegel. Ist ein bisschen gefummelt, weil ich den natürlich so schräg laufen habe. Aber ich habe ihn erwischt. Das hält schon mal. So, und dann kommt einfach spannend für Stamm. Ja, für Stammt. Für spannend. Die Leiste dran. So. Und jetzt gib ihm. Die muss man schon mal ein bisschen fester drücken. Macht aber nichts. Das geht. Das Gefährliche ist nur, dass man halt mal abrutscht und dann mal eben alle Blanken kaputt haut und alle Leisten. Deswegen sollte man das immer ein bisschen mit Vorsicht machen. Aber bis jetzt muss ich sagen, toi, toi, toi. Nicht eine einzige ist mir gerissen, nicht eine einzige gebrochen. Das ist alles ganz gut. Obwohl, ja, gut, am Anfang, wo ich die hier versucht habe, da ist mir eine mal gerissen, ne, der Länge nach. Aber nicht der kompletten Länge, da habe ich hier hinten angefangen gehabt am Heckspiegel und, naja, habe ich dann einfach die ganze Sache ein bisschen versetzt. Habe also keinen großen Verlust gehabt. Weil man muss natürlich dazu sagen, die sind etwas teurer.
die ich hier habe. Aber ich finde, es ist von der Qualität her einfach geil. Ist Vollholz natürlich. Und lässt sich wirklich wunderbar verarbeiten. Also Lindenholz ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante. Ich war mir nicht sicher, was ich nehmen soll. Weil es gibt ja verschiedenste Holzarten. Aber jede Holzart verhält sich halt auch anders. Das ist ganz klar. Also Eiche, Buche, das sind natürlich Hölzer, die sehr hart sind, ne? Sipo, Sapelli, alles sehr, sehr harte Hölzer. Es gibt auch ein russisches Holz, das soll sogar so hart sein, dass Motorsägen sich da schon kaputt arbeiten dran. Also sowas wäre natürlich relativ ungeeignet für sowas hier, weil zum einen schlecht zu biegen und zum anderen natürlich auch sehr schwer zu bearbeiten. Man muss bedenken, man muss das Ganze hinterher schleifen. Wenn man da rumrubbelt und da passiert nichts, weil es hart ist wie ein Stein, ist natürlich auch ein bisschen blöd. So, ist auch schon mal da dran. Ach ja, wenn da irgendwie hier Leim rausquetscht, ne, so ausgedrückt wird, dann am besten abputzen. Weil wenn der hart wird und ihr wollt die nächste Leiste dann da dran setzen, ne, und habt dann so einen dicken Knubbel, dann habt ihr immer so einen Spalt zwischen den einzelnen Leisten oder sogar Planken. Das ist dann nicht so schön. Müsst ja wieder so viel spachteln. Das macht ja auch keinen Sinn. Habt ihr dann vielleicht drei Leisten gespart oder drei erste Planken? Und das Geld haut ihr dann raus, unnötig für Spachtel. So, jetzt seht ihr hier. Wow, hey, seht ihr nicht? Jetzt seht ihr es. Hier endet das Ganze jetzt. Jetzt geht er sogar noch über den Spann drüber. Da mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt einfach meine Zange hier. Knack. So, seht ihr das? Jetzt habe ich hier nämlich noch Platz, um die nächste anzulegen. So, da mache ich aber noch mal Leim dran. So, zack. Ah. Den muss ich jetzt nicht komplett wegmachen, den Leim, weil da kommt ja gleich die nächste dran. Ah ja, und was ihr auch machen solltet, ihr solltet immer versuchen, abwechselnd zu arbeiten. Das heißt, mal die Seite. Nicht mehr als drei, vier Leisten, weil ihr könntet sonst einen Verzug reinbekommen. Das wäre natürlich doof. So, die Nadel setze ich jetzt schräg rein, so dass sie in den Spann schräg reingeht. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, die sitzt jetzt so schräg hier drin. Ja, stößt hier gegen und einmal so rein. Weil wenn ich sie gerade mache, habe ich hier viel zu wenig Fleisch. Ist ja nichts. Das ist ja nicht machbar. So, und dann kommt auch schon das Ende. Das lege ich mir hier kurz an. Zack, zack. Dann mache ich mir hier hinten eine kleine Markierung mit dem Fingernagel. Sieht man hier. Vielleicht so einigermaßen, hoffe ich mal, dass man ihn sehen kann. Ich weiß es nicht. Ich sehe nämlich die Kamera, also das Handy kommen. So, und zack, ab damit. Ja. Und wieder Leim. Gerne nochmal ein bisschen mehr hier. Zack. So. Und vorne an die Spitze auch. Zack, so. Und dann geht das einfach weiter. So, ich schiebe hier rüber. Damit ihr auch einigermaßen sehen könnt, was ich hier mache. Aber wie gesagt, ich erzähle es ja auch. Zack, ah, das sieht auch wunderbar aus. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt hier, ihr seht ja jetzt hier, dass die eine mal raussteht, die andere mal ein bisschen gerade ist und so weiter. Keinen Stress machen. Ist nicht schlimm. Das kriegen wir alles weg. Ein bisschen Spachtelmasse geht das. Das ist ja nicht die endgültige Beblankung oder ja doch endgültige Beblankung eigentlich schon, aber
nicht die endgültige Oberfläche. Es bleibt nicht so. Es wird gespachtelt, dann wird es lackiert und dann sollte das schön aussehen. So. Ich habe gesehen, übrigens beim Kiel, da muss ich auch noch mal ein bisschen nacharbeiten. Da sind so ein paar Stellen, die mir nicht so ganz gefallen. Da muss ich noch mal ran. Aber das habe ich schon fast geahnt. Da werde ich wohl noch mal ein bisschen schleifen und spachteln müssen. Ist aber nicht so schlimm. Also schleifen und spachteln ist eine Sache, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt bei sowas. Es ist halt einfach so. Da macht ihr nichts dran. Es geht ohne nicht. So, zack. Und der letzte. Na komm. Der Hulk hat's gerichtet. Was? Ja. Mal gucken. Naja, wir sind doch sogar einigermaßen gleichmäßig. Also ich halte es jetzt mal hier in die Kamera. Dann sieht man hier die Blanke. Die steht allerdings jetzt ein bisschen drüber im Gegensatz zu der Blanke. Aber mein Gott. Shit happens. Das ist nicht schlimm. Was ihr auch sehen könnt, ist, ich habe versucht, die möglichst kurz zu halten, dass sie sich hier nicht gegenseitig blockieren und gegenstoßen. Das wäre nicht so toll. Das wird hinterher, wie gesagt, beigeschliffen und dann kommen die Flächen dran. Dann sieht das alles optimal aus. Ja. Ja, drehen wir mal um. So. Mache ich nochmal eine auf der Seite. Weil vielleicht sieht man dann ja doch mal ein bisschen mehr. Falls man auf der anderen Seite irgendwas nicht gesehen hat. Was man hätte gerne gesehen. Oder hätte sehen sollen, gerne mögen, tun. Ach Gott. Ich habe heute ein Deutschhaus, das ist für euch dabei. Ja. Wieder Leim. Ja, was ist noch zu dem Leim zu sagen? Also ich benutze ganz normalen Weißleim. Das mache ich deshalb, weil ich A, mit diesem Leim sehr gut gearbeitet habe bisher. Ich hatte da nie irgendwie große Probleme. Zumindest nicht, was Holz angeht. Ist ja auch für Holz. Es gibt auch Leute, die arbeiten mit Sekundenkleber oder mit sogar Epoxyharz. Halte ich jetzt beim Beblanken nicht viel von, weil Sekundenkleber ist starr, ist wirklich sehr starr. Also der kann auch brechen. Genauso wie Epoxidharz auch, je nachdem, wie man es anrührt, in welchem Gemisch. Es gibt auch Mischungen, wo er noch relativ flexibel bleibt, so wie Holzleim auch. Aber der Nachteil ist, meiner Meinung nach, man muss sich unheimlich beeilen. Gerade bei Sekundenkleber muss man unheimlich schnell die Blanke genau an dem Ort haben, die hinterher der richtige ist. So, wenn man da nicht schnell genug ist, ja, dann hat man natürlich ein bisschen die Arschkarte. So, rein damit. Weil, wie gesagt, da muss man den ganzen Schnodder eigentlich erstmal wieder runterschleifen. So, und zwar so runterschleifen, dass man aber auch wirklich nur den Schnotter runterschleift, nicht das Holz. So, dann räumt man dann doch wieder ein bisschen Holz weg, dann muss man wieder drauf spachteln. Ja, es wird dann eine never-ending Story. Ist nicht schön. Dann damit. Was ihr auch sehen könnt, ist, die biegt sich jetzt schon so, ne? Weil der ganze Rumpf ja so gebogen wird. Und das machen diese Leisten mit. Guckt euch das an hier. Seht ihr das? Guck mal bis dahin. Das ist wunderbares Holz. Also falls irgendjemand, ich weiß ja nicht, wie das jetzt hier so auf YouTube ist mit Werbung und so weiter. Oder ob das als Werbung dann gilt. Also falls irgendjemand wissen möchte, von wem ich dieses Holz bestellt habe, dann kann er mir gerne eine Mail schicken, weil mittlerweile habe ich ja angegeben,
meine Mailadresse. Dann schicke ich ihm gerne einen Link zu der Seite, wo ich das Holz bestellt habe. Das erste Mal habe ich bei eBay bestellt und jetzt habe ich direkt bei dem Händler bestellt. Und ich muss sagen, es hat nicht viel länger gedauert und die Qualität ist dieselbe. Also, ja, besser können sie auch nicht werden. Schlechter jedoch könnte sie werden, wenn da überall Astlöcher und so weiter drin wären und mir die ständig durchbrechen würden. Aber wie gesagt, 1A Holz. Also wie gesagt, einfach in die Kommentare oder irgendwas, dann helfe ich da gerne weiter. Es ist auch sehr weich, das Holz. Also wie gesagt, mit dem Fingernagel kann ich da schon eine Macke reinmachen. Was? Wunderbar. So. Nee, ich habe hier noch ein bisschen Holz rein. Also ich glaube, auch wenn ich jetzt härteres Holz genommen hätte, wie zum Beispiel Buche oder Eiche, dass ich dann hier mit Nadeln gar nicht hätte reinstechen können, ohne dass es wirklich dann einen Spliss gibt und sich die ganze Blanke der Längen auch aufspleißt. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist dann ätzend, weil da hat man im Grunde genommen 20, 30 € Leisten geholt und alle brechen und splittern und das wollt ihr nicht haben. Das könnt ihr im Grunde genommen sofort im Kamin versenken. Bringt euch nichts. Ist für so eine Arbeit völlig ungeeignet. Also Lindenholz, Birkenholz, das sind Hölzer, die sind sehr weich. Mit denen kann man solche Sachen wunderbar machen. So. Zack. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch kaum Verschnitt hier. Ne? Also hier so kleine Stückchen immer nur. Weil ich, wie gesagt, dann hier wieder anlege. Leider hat dieser Händler keine Leisten gehabt, die länger waren als 1 Meter. Die sind jetzt also 1 Meter lang. Aber mein Gott, ist ja auch nicht schlimm. Kommen ja trotzdem klar. Meine Katze nimmt gerade hinten die Couch auseinander. Gott sei Dank von unten. Ist ja nicht schlimm. Sieht kein Schwein. Der Besuch wird sich nur wundern, wenn er immer auf dem Boden sitzt. Aber ansonsten, mach nur. Ich stört's nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß nichts. Ich sehe nichts. Ich ahne nichts. So. Zack. Ach ja, auf dem Kleber ist hier auch so ein Abzeichen, dass man keine Zwinge braucht. Inwieweit und inwiefern man dem Ganzen jetzt vertrauen mag, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, für diese Sache hier reicht es. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, dann, was auch wichtig ist, hätte ich fast vergessen, die Nägel ziehen. Bitte sehr behutsam, also diese kleinen, ne, Nadeln hier, sehr behutsam ziehen. Und natürlich erst, wenn es wirklich gut durchgetrocknet ist. Lasst es ruhig einen Tag liegen, scheiß drauf. Hauptsache, es ist wirklich durchgetrocknet. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil es gibt nichts Übleres, als wenn die Dinger rauszieht und da hinterher die ganzen Blanken wieder abrupft mit. Und die ganzen einzelnen Blanken hinterher wieder in der Hand habt. Dann habt ihr nämlich hinterher 6, 7 Stunden verloren, indem ihr sie erst dran geklebt habt und dann wieder abgerissen habt, aus Versehen. Ist nicht toll, oder? Macht keinen Sinn. Aber ich finde das dann nicht so schön. Ist mir nämlich auch schon passiert.
So, zack. Und noch einer. Schön vorne rein. Genau. Da wird die haben. Zack. So. Da fehlt mir noch ein Nägelchen gerade. Ja. Schnell einen dran. Schnell. Ach ja, warum mache ich das mit der Zange? Weil, wie ihr sehen könnt hier, wenn ich so mache, dann wackelt mir das alles hin und her. Ich nehme also die Zange, versuche möglichst weit unten zu greifen, so dass ich vielleicht 5 mm davon entfernt bin und drücke dann auch nur gegen die Zange. Ja, ich halte die richtig schön fest und drücke mit der Zange, drücke ich hier gegen. Zack und fertig ist. Ja, ich denke, das war lang genug, damit man sehen konnte, was ich hier mache und es verstehen konnte. Ihr wisst Bescheid. E-Mail ist immer gern gesehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Bau. Wenn ich hier durch bin, so wenigstens bis hier, dann kann ich ja nochmal ein Video machen und dann halt den Rest, hier den Übergang schaffen und so weiter. Ja, arbeitet vorsichtig, verletzt euch nicht. Habt Spaß an dem, was ihr tut, dann wird das. Da bin ich mir sicher. Also, haut rein.